Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag, ein schöner Tag. Wird bestimmt wieder warm. Ich freue mich ja gleich schon auf den Doppeldeckerbus oben ohne, damit ich euch noch vieles zeigen kann. Da bin ich mal gespannt, was wir alles noch so erleben werden. So, einfach dranbleiben. So, am frühen Morgen nehmen wir die blauen Busse nochmal mit. Die schönen Citaro hier. Connector ist das wieder bestimmt. Ja, ist ein Gelenk. Und da fährt auch noch so ein Scania war das. Ja, und dann geht es ab zu den roten Bussen. Weil blaue haben wir ja diesmal, glaube ich, genug gesehen. Und dann bin ich mal gespannt, was für Sehenswürdigkeiten wir noch sehen werden. Unter anderem natürlich will ich auch dieses Santa Veo, so heißt das glaube ich, Stadion auch nochmal, auch wenn es nur von außen ist, mir anschauen. So, hier ist morgens um 8 Uhr schon richtig was los und auch schon 20 Grad. So Leute, ich muss euch mitteilen, mir ist ein Missgeschick passiert. Ich weiß auch nicht wie, warum, weshalb. Die ganzen Aufnahmen, die ich gestern hier in Madrid gemacht habe, alle gelöscht. Einmal nicht aufgepasst. Ich habe ganze Zeit gedacht, ich habe Budapest schon hochgeladen, das lösche ich. Aber ich habe leider, ja, was ich gestern aufgenommen habe hier von Madrid, alles gelöscht. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, alles nachzuholen. Ja, in einem Tag schaffe ich das nicht. Zum Glück fahre ich ja heute mit den roten Bussen. Da werde ich euch das alles nochmal zeigen. Aber die ganzen Aufnahmen vom Flughafen bis hierhin, vom Hostel und so, alles weg. Kann man nichts machen. Auf ein neues. Ich versuche jetzt nochmal euch ja, im Schnelldurchgang alles neu aufzunehmen. Bleibt dran. In der Zeit kann ich auch schon mal das hier euch zeigen, hier Museum von Prada. Da hinten war noch so eine schöne Kirche. Also ich könnte mich jetzt so ein bisschen echt ärgern. So viele schöne Aufnahmen, alles weg. So Leute, jetzt bin ich hier in diesem Hop-and-Hop-Off-Bus drin. Wie gesagt, die schönsten Aufnahmen hatte ich ja gestern gemacht, aber da sie ja gelöscht wurden, mache ich sie jetzt auf diese Art. Ja, ich habe mich mal ganz hinten hingesetzt, bewusst, damit ich keine Gesichter und so habe, weil vorne war ja auch schon besetzt. Aber immer, wenn Schönes kommt, dann kann ich euch das so zeigen, auch im Nachhinein dann von hinten heraus. Das hier ist der sogenannte Triumphbogen. Irgendwas über ein Hotel und so und alles. Ja, aber so ist schön. Kann man auch noch hinten auch noch gucken. Ja, und ich brauche nicht so viel laufen. Gestern bin ich ja schon so viel gelaufen, Leute. Wer glaubt es nicht? Ja, aber ich hole alles nochmal nach. Ich muss nachher nochmal die schönsten Aufnahmen zu Fuß auch nochmal machen. Da ist die Statue von Kolumbus. Da. Das hatte ich auch gestern.
gestern so schön aufgenommen alles. Das ist die Theater oder Musik, wie man so sagt. Ja. Das ist hier die berühmte Fußgängerzone, wenn man hier links, rechts und überall hin läuft. Bin ich gestern überall schon gewesen, aber ich versuche euch das heute auch noch mal alles aufzunehmen. Ja, das fängt da vorne an und geht dann weiter da runter. Ja, wie ihr sehen könnt. Jetzt will ich erstmal so eine Stadtrundfahrt machen, die Stellen, wo ich gestern selber noch nicht war. Und den Rest zeige ich euch dann später, wenn ich nochmal rausgehe. Hier das Theater. Gestern auch so schön alles aufgenommen, aber jetzt habe ich die Möglichkeit auch noch mal von der Seite selber zu sehen und es euch auch zu zeigen. Proxima Parada Nummer 11, Next Stop Number 11, Templo de Devot. So langsam fühlt sich auch der Bus. Leute, hier im Park ist so eine Tempelanlage, wie ihr sehen könnt, nachgebaut natürlich. Ja. Hier kann man noch mal sehen. Natürlich auch nachher bei der zweiten Runde aus und zeige euch ein paar Sachen, was wir hier aus dem Bus schon gesehen haben, dann auch mal von außen aus der Nähe. Das kennt ihr ja auch schon, waren wir ja vorhin. Im Prinzip sind noch zwei Haltestellen, dann ja. Der Triumphbogen.
Leute, auch wieder etwas ganz Älteres. Die haben das noch nicht durchgesagt, was das ist. Aber sieht wie so eine Burg aus. Vielleicht sagt er das ja gleich nochmal, schauen. Alles hier hat irgendwie so seinen Namen, immer Plaza del Sol, Plaza de... Und das hier ist Plaza de San Francisco. Ah, eine Basilika ist das. Vom Franziskanermönch 1761 gebaut. Gesehen, Leute, und ihr damit auch nicht. Ja. Der Bahnhof. Eigentlich bin ich deswegen gekommen, aber da es ja eine Baustelle ist, das seht ihr auf dem anderen Video. So, die erste Tour haben wir beendet. Jetzt kommt die zweite Tour ins Santiago Stadion. Der fährt, glaube ich, da lang. Mal schauen. So Leute, die Tour, die beginnt hier direkt am Neptunbrunnen, wie ihr sehen könnt. Die erste Fahrt haben wir ja schon mit den anderen roten Bussen gemacht, die da vorne sind. Diesmal habe ich auch die Möglichkeit, hier vorne zu sitzen, aber das blendet mir zu sehr. Mal schauen, ob wir das irgendwie trotzdem kriegen. Ja, von der Seite blendet es nicht. Ja, deswegen der hintere Platz vorhin war, glaube ich, besser. Lassen wir uns mal überraschen, was uns auf dieser Tour noch erwartet. Interessant, 1700 wurde das hier gebaut. Kriegt man noch Ermäßigung, wenn ich zum Beispiel nächste Woche in Rom bin und auch wieder mit so einem roten Big Bus fahre. Das war mal eine Post. Jetzt ist es ein Rathaus. Thank you.
Santa Biero sein, Bernabeu. Hier ist auch die Metro, wie ihr sehen könnt. Ich denke mal, dahinter ist es wohl mitten in der Stadt. Auch nicht schlecht. Ja, das hier ist das Stadion. Mal gucken, wie nah wir da rein können. Natürlich kann man auch eine Besichtigung im Stadion machen. Santiago Bernabéu. Next stop number 7, Santiago Bernabéu. Habe ich gerade über die Kopfhörer mitbekommen, zur Widmung von Argentinien. Haben die einfach mal hier so einen Kreisverkehr, so einen Brunnen gemacht. Hier gibt es sehr viele Brunnen und Kreisverkehre hier in Madrid. Und wir haben wieder was sehr Schönes. Das kennt ihr aber schon. Ja, hier kommt jetzt an dem Ende zu, weil hier waren wir schon. Ich weiß nicht, ob ich hier mal aussteigen soll und das nochmal von außen euch zeigen soll. Ich glaube schon. Ich glaube, der hat hier noch einen Halteplatz. Wenn er hier hält, steige ich, glaube ich, mal aus. So, gesagt, getan. Jetzt sind wir mal von den Bussen runter. Um euch das noch mal zu zeigen. Ich hatte euch ja gesagt, wenn was Interessantes ist, dann steige ich aus und zeige euch das. Das hier ist, wie gesagt, der Triumphbogen zu seiner Zeit. So sah das wohl damals aus, wie das erfunden haben, die Römer, das erste Mal. Und der steht ja mittlerweile auch schon fast in jeder größeren Stadt, wo die Römer ihre Hand hatten. Ja. Aber hier kann man nicht nach oben gehen, wie in Paris, um da nochmal von alles von oben zu schauen. Ist einfach hier nur so ein Triumphbogen. So, ich laufe jetzt hier runter. Da gibt es auch noch mal so einen Brunnen und dann wollte ich mit euch noch mal in die Stadt, um euch noch mal die Stadt, die Einkaufspassagen und sowas alles zu zeigen. Extra noch mal für die Busfreunde hier vor dem schönen Triumphbogen, wenn die einzelnen Busse hier noch mal gleich vorbeifahren. Wie gesagt, es sind viele Solaris, Conecto und Citaros unterwegs hier. Ja, und wenn ihr Durst habt, habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier einfach so euch Wasser, und ist auch schön kalt, zu füllen. Ja, Prost! Wie ihr sehen könnt, ich bin hier im Big Bus auf der Spur zu Fuß. Das alles so in der Pracht konnte ich euch natürlich aus dem Bus heraus nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch das auch noch mal von außen. Ich hatte mein Hotel gar nicht weit weg von der Stadt. Alles hier in der Nähe. Vom Bahnhof bis hierhin konnte ich auch laufen sogar. Und zwar war das da hinten am Ende links, dann sofort wieder rechts. Also keine 200 Meter von hier. Habe ich euch auch aufgenommen, auch die ganzen Zimmer und wie das alles schön war und so. Aber ich konnte leider die Sachen nicht halten, sind gelöscht. Ich werde verrückt, aber egal. Leute, ich bin schneller wie der Big Bus von Madrid. Ja, der muss natürlich hier noch Stau und so abwarten. Da kann ich ihn mal einfach überholen. Ja, vorhin saß ich selber da oben drin und jetzt. Ja, wir sind aber auch gleich schon in der Stadt. Auch wieder eine sehr schöne Kulisse. Schaut mal. Und darunter sind dann eben halt die Busse.
Ja, so schaut's aus. So, hier könnt ihr natürlich euren Burger essen. Ich habe was sehr Schönes gefunden hier. Immer doch die beste Aussicht, um die Busse mal von oben zu sehen, oder? Die ganze Straße hier nur Designersachen. H&M gibt es da, Primark gibt es. Alles, was man so braucht. Also das ist hier die berühmte Einkaufsmeile sozusagen. Wenn ihr shoppen wollt, einfach mal hierhin. Und es geht daher, auf der linken Seite geht es nachher noch weiter. Da ist auch ein sehr schöner Platz, wo dieser Bär ist. Und da kann man dann auch richtig gut shoppen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr hier die Möglichkeiten. Schaut mal. Eine Straße, zweite Straße, dritte Straße reinzulaufen. Und rechts geht es auch noch mal weiter. Shoppen ohne Ende. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, das wollte ich euch auch noch mal zeigen, wenn ihr eines Tages mal hierher kommen solltet und ganz viel Zeit und vor allem ganz viel Geld habt, könnt ihr hier shoppen ohne Ende. Ja, so sieht's aus. Bis da hinten hin. Ich laufe mal bis ans andere Ende, weil da steht dieser Bär und dann haben wir das hier auch erzählt. Das gleiche alles hatte ich schon in dem ersten Video gedreht, aber leider ist es mir abhanden gekommen. So, angekommen, wie ihr sehen könnt, von da oben bis nach hier vorne hin, weil ich ja euch diesen Bären zeigen wollte und unter anderem auch dieses Denkmal hier mit dem Pferd, ja, mit so einem Brunnen. Wir haben hier viele Brunnen hier und hier auch wieder so eine Statue. Aber ich mache mal so eine Rundaufnahme, könnt ihr euch mal ansehen. Plaza del Sol heißt das hier, glaube ich. Der Platz, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und der Bär, wo war der Bär? Der war da hinten irgendwo. Ja, laufen wir gleich nochmal hin. Schaut mal. 1, 2, 3, 4, 5, wo ich gerade hergekommen bin. Und hier auch nochmal 6, 7, 8. Könnt ihr euch so vorstellen wie ein Kreisverkehr mit 8 Ausfahrten und alles eine Einkaufsstraße. Ja, wirklich toll. Und der Bahnhof, wo ich jetzt noch hinlaufe, der ist so in diese Richtung, ungefähr 3 bis 4 Kilometer von hier. Werde ich trotzdem noch zu Fuß für euch laufen, obwohl ich das gestern alles schon hinter mir hatte. Ja, aber nützt alles nichts. Ja, ist das Mickey Mouse oder was ist das da? Ja, die verteilen hier irgendwelche Ballons und so was alles. Ja. Ne, da ist Mini, glaube ich. Nicht Mickey Mouse, sondern die Frau davon. So, wo ist der Bär? Ich suche mal den Bären. Und dann schauen wir mal. Ah, Mario ist auch hier. Auch nicht schlecht. So, wo ist der Bär? Ach, da hinten. Ja. Ich nehme euch einfach mal so mit. Letztens hat einer geschrieben, mach mal mehr so Aufnahmen, wie ich jetzt im Moment mache. Ich sag ja, ich versuche mal. So, dann wollen wir mal gucken. Juhu! 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 Bidip, 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 bidip. Keine Ahnung, was er wollte. So, das war doch der Bär. Wo ist der? Ach so, der steht jetzt nur genau so rum, dass man den nicht sehen kann. Weil jeder macht da immer Fotos davor. Hat irgendeine Bedeutung? Die müsste man mal nachlesen. Ja. So sieht das Teil aus. Ja. Madrid 1967 bis 2017. Gut.
So, ich laufe mal weiter. So, wen haben wir hier? Hier ist auch noch einer. Ja. Genau, Plaza del Sol, hatte ich doch richtig geraten. Ihr könnt natürlich auch mit der Metro hier weiterfahren, wenn ihr wollt. Und die Leute da oben, das sind auch Wohnungen, denke ich mal. Wenn ihr dann nach noch einem Hostel sucht, preisgünstig, zentral, hier diese Straße hier, da könnt ihr euch auch direkt hier an einem Einkaufszentrum, direkt gelegen, euch entweder online oder auf denen ihre Seite einfach mal bei Google eingeben, Hostel in Madrid, dann werdet ihr schon fündig. Ich war mit meinem zufrieden und ja, jetzt laufen wir mal in diese Seite, weil ich euch das ja auch noch zeigen wollte. Gestern habe ich diese Aufnahmen zum Beispiel nicht gemacht, das ist jetzt für mich auch neu. Hier passt der kleine Bus genau durch. Der macht mir jetzt mein Urheberrecht kaputt. Da kommt der kleine Minibus. Wie gesagt, für solche Straßen ideal. Deswegen haben wir auch gebaut, damit er auch überall hinkommen kann. Im Moment sitzt da auch keiner drin. Aber wenn so Leute, ältere Leute oder so sind, die mit dem großen Bus weit zu laufen hätten von hier aus, der kommt auch ganz vorne hier hin. Und muss man aufpassen, dass man auch nicht über den Haufen gefahren wird. Ja. Die Straße scheint so ein Vergnügungsviertel zu sein oder so, was ich so sehe. El Gozo, El Clasico und so was alles. Ja, denke ich mal schon. Zu essen, zu trinken gab es da hier auch. Chinesisch. Ja, gibt es ja überall. Tequilas. Ja, hier auch wieder. Ja. Nevada, Admiral. Ja, das Pension haben die auch schon direkt hier. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Das ist jetzt auch wieder neu für mich. Das habe ich gestern auch nicht sehen können. Hat doch seine Vorteile, wenn man seine Aufnahmen löscht. Quatsch, hat mir doch weh getan. Aber hier hat man auch die Möglichkeit, eben halt zu chillen. Kaffee, essen, trinken, alles was ihr wollt, könnt ihr hier an diesem schönen Platz genießen. Bei Giuseppe sehe ich da gerade. So, dann weiter im Text. So ein paar Seitenstraßen wollte ich euch auch noch mal zeigen hier, wenn ihr sehen könnt. So die Altstadt, ja. So eng, aber wie soll hier so zum Beispiel ein Bus und so durchfassen? Damals war das nicht so geplant. Ja, überall kann man rechts, links gucken. Modern mit alt. Ja, so sieht's aus. Wie in jeder Stadt eben halt die Zeit. Man muss eben halt mit der Zeit mitgehen. Manche bestehen das. Zum Beispiel hier so eine alte Tür hier mal. Hat es noch bestanden. Und daneben dann noch eine ältere Tür. Dann aber wieder was Neues. Ja, so ist das hier. So, ich laufe mit euch jetzt mal zum Bahnhof Atocha. Von da aus wir auch später zum Flughafen fahren werden. Ja. Davor hat man hier nochmal so Brunnen. Also mit vielen Brunnen und so haben die auf jeden Fall genug hier in Madrid. Ja. Wie überall an den Bahnhöfen, das sage ich jetzt mittlerweile auch schon in jedem Video, wollt ihr das ja europaweit so haben, dass in der Bahnhofsnähe solche Fahrräder oder Scooters stehen, damit man eben halt mobil ist. Vielleicht hört ihr das, dieses wow, wow. Das ist ein Zeichen dafür, dass es grün ist. Und wenn es gleich nicht mehr grün ist, dann fängt es an zu leuchten. Und das Signal hört man dann auch ganz anders. Ja, haben auch an alles gedacht. Und natürlich auch hier, wie bei uns, für die Leute, die nicht gut sehen können.
So, der Bahnhof befindet sich jetzt direkt vor uns. Wir gehen jetzt mal in den Bahnhof rein, so wie ich gestern auch reingegangen bin, ja, und schauen uns mal alles an, was wir da so alles finden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, viel werden wir nicht sehen, aus dem Grund, weil alles, wie gesagt, ja, bewacht wird und alles mit Geld ist. Aber schaut selbst. Da, wo die Leute alle mit den Koffern herkommen, hinter dem roten Gebäude, da hält der Bus, der vom Flughafen direkt hierher kommt, an. Und dann könnt ihr von da aus das machen, was ihr schon geplant habt. Oder ihr kommt direkt hier mit dem Zug an, ja, oder mit der Metro. Alles hier an dem Hauptbahnhof Atocha. Und von hier aus könnt ihr, wie gesagt, das, was ihr geplant habt, fortsetzen. Ja, hinter dem roten Gebäude, wie gesagt, da ist die Haltestelle. Und nachher, wenn ich wieder losfahre zum Flughafen, müsste man hier vorne wieder einsteigen. Aber wir laufen jetzt erstmal in den Bahnhof. So, ich nehme euch mal einfach mit. Letztens habe ich das auch so gemacht. Hat alles wunderbar geklappt. Allerdings sind hier immer so Kontrolleure oder keine Ahnung. Habe ich doch immer ein bisschen Respekt davor. Wie ihr sehen könnt, da kann man dann sehen, wo was abfährt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, an die Gleise kommen wir nicht. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Genau so hatte ich das gesehen auf den Videos, auf den Bildern. Ja, aber ich habe gedacht, es ist alles okay. Da, wo das weiße Hintergrund ist, da ist der Eingang, der eigentliche. Und das wäre hier der ja, Vorplatz, der Hauptbahnhof eben halt, wo man dann eben zu seinen Zügen gehen kann. Aber das sieht jetzt so klein aus. Es geht noch 3 Etagen tief runter. Ach, die haben hier auch so eine Tante, die redet. Okay. So, ich laufe mit euch mal 1 zu 1 hier runter und zeige euch dann, wo die Züge stehen, die ich noch nie gesehen habe. So, wie ihr sehen könnt, da haben wir die 1. Etage. Dann geht es weiter, die 2. Etage. Und da sind tatsächlich, wie am Flughafen, Leute, die erstmal Ticket kontrollieren. Und wenn die Tickets dann kontrolliert sind, dann müssen die ganzen Gepäckstücke, wie am Flughafen, durch so ein, ja, so eine Art Kontrollkasten, wo dann alles dann durchgecheckt wird, ob da irgendwas, ja, Sprengstoff des Ähnlichen ist. Ich zeige euch hier das auch noch mal. Einfach eine Oase, ein Dschungel mitten in Madrid am Bahnhof. Im Bahnhof, muss man schon sagen. Hier unten gibt es ganz viele Sachen zum Essen, zum Trinken. Ja, ganz normaler Bahnhof eben halt. Nur, dass die Halle hier oben natürlich alles neu gemacht wurde. Aber die Außenfassaden wollen die wohl original eben halt so lassen. Und 1. Etage, 2. Etage und unten gibt es nochmal eine 3. Etage für die Metros. Die fahren nämlich von hier auch ab. Ja, so sieht das aus. Ich gehe mal nah genug dran, damit ihr die Kontrolleure da sehen könnt, weil ohne Ticket komme ich da nicht rein. Ich weiß jetzt auch wirklich nicht, wo die Züge, ob die unterirdisch kommen. Ich denke mal schon. Weil oben habe ich keine Züge, Gleise oder irgendwie was gesehen. Man müsste sich dann hier so Tickets kaufen, um wie gesagt da reinzukommen. Aber ich habe da jetzt wirklich keinen Bock. Habe ich gestern schon nicht gehabt, habe ich heute auch nicht. Ich habe nur gehört, dass die ganzen Schnellzüge, Verbindungen und so hier sind, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber leider komme ich da nicht rein. Ja? So, sicherheitshalber habe ich den nochmal gefragt. Der hält auch auf der 4, ja, Terminal 4. Die haben da 4 Terminals und wenn man da nicht aufpasst, steigt man Terminal 1 oder 2 oder 3 aus und
dann ist man natürlich falsch. Jo, einfach mal so Kinderköpfe. Keine Ahnung, was das zu bedeuten. Da steht zwar was, Giordet Amiga de la... Irgendwas für Kinder, keine Ahnung. Da steht auch noch einer. Wenn ihr hier angekommen seid, könnt ihr natürlich auch über diesen Uber, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Taxis einfach mieten. Dann kommt ihr vorne hin und bringen euch, wo ihr hin wollt. Günstigste Alternative, ihr könnt per App immer sehen, wo die sind, wann die kommen. Meistens sind die hier so rot und haben auch die Überschrift eben an der Seite Uber. So, da kommt unser Bus, auch der gleiche, mit dem ich auch hergekommen bin. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir da rein können. Alles rennt dahin. So, 5 Euro. Wie gesagt, hatte ich auf dem anderen Video auch schon gemacht. Man kann hier direkt bar bezahlen. Ne? Oder eben halt mit dieser Karte hier. Wie ihr sehen könnt, da vorne einmal dran halten. Und dann kann man das bezahlen und weiterfahren. Klassischer Fall, was wir auch immer haben, 50 Euro kann er nicht wechseln. Jetzt suchen die, dass sie Kleingeld haben. Der kann keinen 50er wechseln. Ja. Dauert keine 30 Minuten. Der hat auch nur einmal angehalten. Dann sind wir auch schon am Terminal 1. Sehr wahrscheinlich muss man hier umsteigen, um mit einem anderen Bus in die anderen Terminals zu kommen. Das ist jetzt Terminal 2. Nein, T1. Ich muss aber zu 4. Mal gucken, wie der das regelt. Wie gesagt, ihr müsst zwingend aufpassen, wo ihr abfliegt. Das ist jetzt Terminal 2. Ich muss aber noch zu 4. Mal gucken, ob der noch weiterfährt. Das müsste jetzt Terminal 4 sein gleich. Liegt aber ganz schön außerhalb. So. Ja. So, das müsste jetzt Terminal 4 sein, nur für Abflug. Ja, okay, dann machen wir uns mal bereit, um zu sehen, welches Gate wir nehmen. Mit dem sind wir gerade gekommen. Ein sehr schöner Scania Castrosua. War auch wirklich sehr schön kühl und angenehm da drin. Ja, hat sich richtig gelohnt. Also die den Flughafen hier Terminal 4 noch nicht gesehen haben, für die eben noch mal so ein Ausschnitt, beziehungsweise schaut euch das mal an, was hier so los ist. Ne? Auch auf 3 Etagen verteilt, das geht da hinten noch weiter. Ja, muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Wir sind hier ganz modern, man kann hier selbst einchecken. Ne? Ich habe hier online eingecheckt, Iberia, genau, mit denen fahre ich ja, fliege ich ja, 850, genau. Aber ist noch nicht meine Zeit. Genau, hier hätte ich dann einchecken können. Aber Bordkarte habe ich ja, ich muss nur mein Gate finden. Wenn ich mein Gate habe, das reicht mir schon. So Leute, endlich geschafft, Terminal 4 haben wir jetzt hinter uns. Wir fahren jetzt erstmal hier hoch, damit wir einchecken können. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht und ich konnte euch so ein bisschen Hilfestellung geben. Wenn ihr mal irgendwann hier in Madrid seid, dann könnt ihr das vielleicht gebrauchen. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet Uey. Ciao Leute.